An dem ersten Tag, als er hat mich ja zum Mittagessen eingeladen. Wir sind da Mittagessen gegangen in der Anlage und dann hat er nach dem Essen gesagt, so, das war jetzt meine letzte Mahlzeit. Da habe ich gesagt, wie jetzt? Und dann hat er mir von seinem Plan erzählt. Frau Luckwald, das Thema Sterbefasten tritt immer stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Sie haben einen ganz besonderen Bezug zu diesem Thema. Ihr Vater hat sich 2013 im Alter von 87 Jahren dazu entschlossen, sein Leben auf diese Art zu beenden. Sie haben ihn dabei unterstützt und betreut. Wie kam es zu diesem Entschluss? Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Vater und meine Mutter waren über 60 Jahre miteinander verheiratet. Und zwar, ich glaube, sie haben sich jeden Tag geliebt. Und mein Vater blieb alleine zurück, weil meine Mutter überraschend, für uns alle überraschend, ein halbes Jahr vorher sehr kurzfristig verstorben war. Wir haben immer gesagt, die wird noch 100, aber es war nicht so. Und mein Vater hatte den Wunsch, mit meiner Mutter wieder vereint zu sein, wo auch immer. Und das war für ihn der gangbare Weg. Er hätte sich wahrscheinlich, wenn er eine Waffe gehabt hätte, das hat er mir mal gesagt, dann hätte er sich erschossen. Aber er hatte keine Waffe und er hatte auch in seiner Situation keine andere Möglichkeit. Er war nicht mehr so mobil, dass er irgendwie vielleicht, ich sag jetzt mal was Furchtbares, sich irgendwie auf andere Weise hätte umbringen können. Das war für ihn der gangbare Weg. War Ihr Vater gläubig? War er von einem Leben nach dem Tod überzeugt? Er war von einem Leben nach dem Tod überzeugt, weil er bei einer Herzoperation eine Nahtoderfahrung hatte, was für ihn ganz, ganz wichtig war. Von daher war er auch sicher, er war total sicher, dass er meine Mutter wieder trifft, dass sie sich vereinen. Und ob er ein gläubiger Mensch war, das habe ich mich auch schon gefragt. Also bei uns war Weihnachten immer klar, es wurde aus der Bibel gelesen und wir gingen auch Weihnachten in die Kirche. Aber er war kein Kirchgänger in dem Sinne. Also er war nicht gläubig, dass er jetzt dauernd irgendwie in Gottesdienst gegangen ist oder so. Aber er war tief im Herzen, hat er an Gott geglaubt, ja. Hat er über seine Nahtoderfahrung in der Familie gesprochen? Wussten Sie, was dieses Erleben mit ihm gemacht hat? Nein, ich war 15, das weiß ich jetzt, als das passierte. Da hat er nicht mit uns darüber gesprochen. Vielleicht mit meiner Mutter, das weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht mit uns Kindern. Aber er hat darüber geschrieben, was er mir später mal gezeigt hat. Und vor allen Dingen hat das mir dann irgendwann erzählt, als wir da viele in dieser Situation, wir hatten ja viel Zeit, wir haben viele Gespräche geführt und da hat er mir das erzählt. Haben Sie etwas in Erinnerung, das Sie ganz besonders bewegt hat? Naja, er hat mir das so geschildert, als wäre es für ihn, als wäre es passiert. Also er hat erzählt, er kam in ein Stadion, da waren viele Menschen, die waren alle fröhlich, die waren alle gut drauf. Er hat seine Geschwister getroffen, er hat seine Eltern getroffen und er wollte gerade interagieren mit denen und da hat ihm der Arzt irgendwie auf die Wange geklopft bei der OP und hat ihn zurückgeholt. Und mein Vater hat erzählt, dass er dann gesagt hat, da habe ich gesagt, wie schade, ich wollte gerne noch da bleiben. So, das hat mich schon berührt, muss ich sagen, weil er das so erzählt hat, als wäre es so gewesen. Ich kann das ja nicht beurteilen, aber für ihn war das sonnenklar. Wie war das in Ihrer Familie, nachdem er sich dazu entschlossen hat, zu gehen? Hat jemand versucht, ihn davon zurückzuhalten? Ich nicht. Ich habe es keine Sekunde versucht, weil mein Vater immer ein sehr selbstbestimmter Mensch war. Und ich konnte das zu 100% verstehen. Und ich kannte ihn ja auch so weit, dass ich einschätzen konnte, wenn einer keine Depression hat, ist es mein Vater. Das war also nicht aus einer Not geboren, sondern das war sein fester Wille. Bei meinem Bruder sah das ganz anders aus. Mein Bruder ist da...
eher anders aufgestellt. Da wurde auch in der Familie nicht so darüber gesprochen, während ich hier in meiner kleinen Familie mit meinem Mann und meiner Tochter, wir haben da sehr offen drüber gesprochen. Da geht also jeder irgendwie anders mit um. Aber was eigentlich besonders war, er war ja in einem Pflegeheim und auch für die, das muss man sagen, war es das erste Mal, dass die so einen angekündigten Suizid, so kann man es ja vielleicht, so haben die es bezeichnet, dass sie das betreut haben. Das fand ich großartig. Die haben sich da auch wirklich viel Mühe gegeben und haben das akzeptiert. Aber die Pastorin der Anlage, die ist immer wieder gekommen und hat mit meinem Vater geredet und hat sogar meine Mutter ins Spiel gebracht, hat gesagt zu meinem Vater, Klaus, wenn deine Frau dich jetzt so sehen würde, die würde dich ausschimpfen und so weiter und hat ihm immer wieder zu trinken gegeben. Das war keine schöne Erfahrung. Also wir haben irgendwann mal, rief mich die Heimleitung an und sagte, ihr Vater hat heute so und so viel getrunken. Da habe ich gesagt, wie kann das sein? Ich war doch nachmittags noch da, da hatte er nichts getrunken. Ja, die Pastorin war noch mal da. So, und ich habe dann ziemlich im Brass bei der Pastorin angerufen. Sie war Gott sei Dank nicht da. Das war wahrscheinlich ganz gut. In dem Moment war das, glaube ich, ganz gut. Üblicherweise geht man beim Sterbefasten ja von einem Zeitraum von 2 oder 3 Wochen aus. Bei Ihrem Vater hat es 40 Tage gedauert. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Wie hat sich der Prozess abgespielt? Also am Anfang, nachdem er mir das erzählt hat und dann auch angefangen hat, das weiß man ja selber vielleicht, also ich habe auch schon mal gefastet. Und dann kommt irgendwie nach 3, 4 Tagen so eine Art Euphorie, weil der Körper baut Dinge ab, die einen sonst vielleicht belasten. Also er war nahezu euphorisch, dass er jetzt auf seinem Weg ist und hat immer geplant, hat dann gesagt, ja, und wahrscheinlich liege ich dann ab Montag im Bett und werde dann langsam schwächer und so weiter. Und wir haben alles nochmal gemacht, sind nochmal raus mit seinem E-Rolli und haben also... Er war einfach gut drauf, er hat an seinem PC gesessen und geschrieben, soweit er das konnte, mit seiner behindertengerechten Tastatur, hat er Zeitung gelesen. Also er war euphorisch. Und dann kam der Zeitpunkt, wo er mir erzählt hat, er hat ja als junger Soldat, war er in Russland, ist mit 16 noch eingezogen worden und lag in Russland unter Beschuss im Schützengraben und hat gesagt, weißt du, das Schlimmste war eigentlich der Durst. Gehungert habe ich schon mal in meinem Leben, aber der Durst ist wirklich schlimm. So, und ich glaube, wir sind ja heute ein paar Jahre weiter, das dürfen wir ja nicht vergessen. Das war 2013, die ganze Geschichte. Und dieses Thema mit, wie gehen wir als Pflegende oder wie gehen die Pflegenden damit um, mit dieser verminderten Flüssigkeitsaufnahme. Ich glaube, das hat sich gewandelt heutzutage. Ich glaube, die sind weiter. Im Falle meines Vaters war es tatsächlich auch so, dass die in dem Heim auch nicht so richtig wussten. Die kamen jeden Morgen und haben ihm was angeboten. Und er hat dann gesagt, ja, manche Tage hat er gesagt, ich will gar nichts. Dann hat er das aber nicht ausgehalten. Dann haben sie ihm wieder einen Becher Tee hingestellt und dann nochmal. Also es war nicht, und deshalb hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, es war nicht strukturiert, weil da auch keiner war. Ich habe ihn ja nur einmal am Tag besucht, ich war ja nicht den ganzen Tag da. Es war keiner da, der ihm geholfen hat, den Mund besprühen. Also dieses Thema mit, dass wir ein Mundspray haben, das kam erst viel, viel später. Ich wusste das auch alles gar nicht, dass es sowas gibt und wie man das macht. Ich habe mich auch nicht während der Zeit damit befasst, weil ich so beschäftigt war, mich mit meinem Vater zu unterhalten und ihm irgendwie zu helfen auf seinem Weg. Habe ich jetzt nicht angefangen zu googeln, wie gehe ich mit einem Sterbefastenden um. Es war für mich totales Neuland. Hatten Sie in dieser Zeit auch einmal den Eindruck, dass das alles zu schlimm, zu anstrengend ist? Ja, das war auf jeden Fall eine riesige seelische Belastung, weil es ja auch dann diese Rückschläge gab, wo er dann gesagt hat, verdammter Mist, wie lange dauert das noch? Und ich, vor allen Dingen mein Bruder und ich gezweifelt haben, ob er überhaupt noch will, weil er manche Tage hat er gesagt, ich halte das nicht aus, ich muss was trinken. Und ich wusste auch nicht, wie viel darf er jetzt trinken, um nicht von seinem Weg abzukommen. Und dann kommen natürlich die Zweifel, will er das tatsächlich oder ist es nur ein Hilferuf?
Das kommt ja natürlich, diese Gedanken. Ist es ein Hilferuf nach Aufmerksamkeit? Muss er sich in Szene setzen? Das war das, was mein Bruder vermutet hat. Er will sich irgendwie in Szene setzen, um nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn die hatte er ja 60 Jahre lang von meiner Mutter bekommen. Und die war jetzt plötzlich nicht mehr da. Und ich bin dann immer wieder hin und habe immer wieder diese Gespräche geführt. Papa, ist es das, was du willst? Bist du noch auf deinem Weg? Oder du kannst auch noch zurück? Und da wurde er richtig böse, hat gesagt, natürlich ist es das, was ich will. Und das war auch gut. Das hat mir die Stärke gegeben, zu sagen, ja, er ist auf seinem Weg, er will es. Weil sonst hätte ich das, glaube ich, auch ganz schlecht ausgehalten, wenn er gezweifelt hätte, wenn er gesagt hätte, oh, ich weiß gar nicht. Aber er war so klar und so bestimmt. Er war nur ärgerlich, dass es so schwer war und so lange gedauert hat. Und nach der anfänglichen Euphorie war diese Phase der Unsicherheit auch die, die am allerlängsten gedauert hat? Eigentlich schon, ja. Das war eine relativ lange Phase, wo wir eben auch, was für mich auch, ich meine, Er hat diesen schweren Weg genommen. Ich habe ihn ja nur begleitet. Von daher war es ja. Aber für mich war es schon. Ich bin vom Parkplatz darunter gefahren, von dieser Wohnanlage, bin um die Kurve und da gab es da eine Bushaltestelle. Und da habe ich angehalten und habe immer erstmal geweint. Weil ich musste diesen Stress irgendwie rauslassen. Das wollte ich ja nicht in Gegenwart meines Vaters machen. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und dann haben wir 10 Minuten oder so geredet und dann war ich so weit, dass ich nach Hause fahren konnte. Also das war schon hammerhart. Weil er eben auch, ja, er war behindert durch seine Schlaganfälle und er hat auch normalerweise täglich 9 Herztabletten genommen. Da kann man ja auch nicht sagen, dass er gesund ist, aber es ging ihm ja nicht schlecht. Die Tabletten hat er weiterhin genommen? Nee, die hat er abgesetzt und das war auch interessant, ne? Also nachdem man das abgesetzt hat, sah er ja, blühte er auf und sah gut aus. Ist ja klar, gegen Bluthochdruck und so, dann sieht man rosig aus, wenn man wieder Bluthochdruck hat. Ne? Und er hat natürlich auch immer gehofft, dass er die Tabletten, also das Nicht-Einnehmen der Tabletten dazu führt, dass er irgendwie Herzkasper kriegt oder irgendwas, aber war halt nicht. Es gibt ja viele Menschen, die mit dem Sterbefasten beginnen. Dann geht es ihnen besser und sie kommen zum Entschluss, dass sie das doch nicht wollen. Bei ihrem Vater gab es diese Zweifel aber nie. Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich wirklich, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, das habe ich jeden Tag wieder abgefragt und jeden Tag haben wir darüber gesprochen und er war so bestimmt auf seinem Weg. Das hat mir auch ganz viel Kraft und Ruhe gegeben, sonst hätte ich das auch nicht geschafft. Also wenn ich gewusst hätte oder wenn ich gemerkt hätte, er zweifelt, dann hätte ich ihn auch davon abgebracht, mit Sicherheit. Mhm. Aber er war so klar davor. Und deshalb kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, ich habe ihm da geholfen. Also ich komme ja nicht vor als jemand, der ihn irgendwie in den Tod getrieben hat oder so, sondern er wollte das so. Was hat sich dann in der letzten Phase abgespielt? Er hat mir irgendwann mal zwischendurch gesagt, wenn er dann auf seinem Weg ist, möchte er auch alleine sein. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Hinweis. Die letzten 3 Tage war ich gar nicht mehr da, was mir schwer gefallen ist, aber er hatte das auch so bestimmt gesagt. Wir hatten ja dann eine professionelle Sterbehelferin engagiert, mein Bruder und ich, die, ich weiß nicht, 16 Stunden am Tag oder so bei ihm war und einfach ihm die Lippen besprüht hat und ihm die Füße massiert hat und ihn umgebettet hat und darauf geachtet hat, dass er nicht unruhig ist und so weiter. Aber davor war es so, er hatte ja auf seinem Weg auch noch einen Suizidversuch unternommen, um das Ganze zu beschleunigen. Er hat nämlich seine ganzen Herztabletten, die er alle gesammelt hatte, auf einmal genommen. Hat aber nicht funktioniert, weil da natürlich Beimischungen bei sind, die dazu führen, dass man erbricht. Und das hat ihn aber natürlich auch sehr traurig gemacht, böse gemacht. Er hatte das alles vorbereitet, wie er mir im Nachhinein erzählt hat. Ist, glaube ich, schon komisch, wenn man seinen eigenen Suizid so vorbereitet. Er hat sich einen frischen Schlafanzug angezogen und sich nochmal rasiert und sich dann ins Bett gelegt und hat halt nicht funktioniert.
So, und dann kam irgendwann diese Phase, wo er wirklich schwächer wurde, aber und dann auch im Bett lag, aber immer noch ging sein Kopf. Sein Kopf ging immer noch an und ich habe dann auch gesagt, Papa, versuch zur Ruhe zu kommen, und es ging nicht. Er musste immer noch über seine Situation, er hat ja schon die Situation im Pflegeheim auch angeprangert, weil er eben gesagt hat, das war eigentlich das schlimmste halbe Jahr in seinem Leben. Dieses auf andere Menschen angewiesen sein, da halbnackt auf dem Bett sitzen und darauf warten, dass jemand kommt und ihm hilft, wenn man geklingelt hat. Es ging für Ihren Vater also nicht nur um die Einsamkeit nach dem Tod seiner Frau, sondern auch um eine schlechte körperliche Verfassung, ja, und ein unangenehmes Umfeld, in dem er leben musste. Ja, er hatte einen Schlaganfall gehabt und war linksseitig gelähmt und war von daher auf Hilfe angewiesen. Und ich habe vorhin schon gesagt, er war Zeit seines Lebens ein total aktiver und selbstbestimmter Mensch. Und wenn man dann plötzlich alleine ist, in so einem Heim, sage ich jetzt mal, wo das rundherum, da waren halt viele Demente, da konnte man sich, er hatte da niemanden auf seinem Niveau, mit dem er sich unterhalten konnte. So, und dann klingelt man, weil man morgens auf die Toilette möchte. Ja, und dann sitzt man da eine halbe Stunde. Das ist schon auch irgendwie entwürdigend. Und es war, für uns war es ganz schwer, einerseits seinen Ärger auszuhalten, was ich ja verstanden habe. Ich kann das ja verstehen. Andererseits, dieser Personalmangel da in dem Heim, die haben ja auch ihr Bestes gegeben. Und man muss sich auch mal in die Situation der Pfleger versetzen, die da reinkommen und jedes Mal von meinem Vater dann Lachs kriegen, dass es wieder 20 Minuten gedauert hat. War eine schwere Situation. Und als er dann, das hat ihn nicht losgelassen. Also er wollte auch mit seinem Sterbevorgang darauf hinweisen, auf diese Missstände. Es war ein gutes Heim, das war jetzt nicht so, man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine Absteige war oder so. Das ist eine hochgeschätzte Stiftung, alles gut, aber die haben eben auch ihren Personalschlüssel. Wir hatten natürlich meinem Vater auch angeboten, dass er zu uns kommt, oder zu meinem Bruder oder wie auch immer, aber beide, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, hatten gesagt, nein, sie wollen in ihrer Umgebung bleiben. Von daher, man kann natürlich auch immer sagen, ja, das wäre alles nicht passiert, wenn er in einem stabilen Umfeld gewesen wäre. Aber letztendlich muss man sagen, er hatte da seine Bekannten, er hatte seine Freunde, er war früher aktiver Naturschützer und er war aktiver Sänger und hatte aus dieser Zeit auch immer noch Bekannte. Er hatte auch Besuch bekommen in diesem Heim. Also es war jetzt nicht, dass er da alleine vor sich hin vegetiert hat. Aber seine Entscheidung war letztendlich, alleine hieß für ihn, ohne seine Frau. Seine Kinder waren ja da, seine Enkel waren da, seine Freunde waren da, aber er wollte mit seiner Frau zusammen sein. Und dann kam eben diese erschwerend diese Situation hinzu, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und meine Mutter hatte das, ich sag mal, wann war der? Der erste Schlaganfall war irgendwie vor 10 Jahren gewesen, also 10 Jahre vor seinem Tod, und dann hatte er nochmal einen leichteren wieder bekommen. Und meine Mutter war einfach seine rechte Hand gewesen und hat ihm alles abgenommen. Und das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man dann plötzlich in einer geänderten Situation ist. Gab es dann einen besonderen Moment des Abschieds für Sie? Na, wir haben eigentlich mehrfach Abschied genommen. Mein Mann und ich sind mehrfach immer wieder zusammen. Ich war ja jeden Tag da und mein Mann ist auch häufig mitgekommen. Auch meine Tochter ist noch mal mitgekommen, weil sie wollte auch noch mal ihren Opa auf jeden Fall sehen. Das werde ich auch nie vergessen. Das war so ein Tag, da lag er dann schon im Bett und hatte sich zur Wand gedreht und ich bin dann rein und habe ihn kurz gestreichelt und dann hat er sich umgedreht und hat sich auch wahnsinnig gefreut und hat dann unsere Tochter nochmal gefragt, wie es in der Schule war und hat ihr nochmal gesagt, er wünscht ihr auch ein schönes Leben und so weiter. Und dann hat er aber auch gesagt, so und nun geht mal wieder nach Hause. Da habe ich gemerkt, das hat ihn so angestrengt, nochmal so den guten Opa rauszulassen. Er war dann eigentlich schon nur noch so mit sich selber beschäftigt und mit seinem Vorgang, dass er eigentlich gar keine Muße mehr hatte, sich auf andere Menschen, selbst auf die er liebt, einzustellen. Er hat dann manchmal auch noch gefragt, wie es mir geht, aber eigentlich konnte er das gar nicht mehr aufnehmen. Also er war dann sehr mit seinem Vorgang beschäftigt. Und das war auch okay.
Hospizhelfer berichten oft, dass Menschen in der allerletzten Phase ihres Lebens schon mehr drüben zu sein scheinen, eine andere Welt zu erleben scheinen. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht? Ja, am allerletzten Tag, als ich da war, also nicht sein Sterbetag, sondern er hat ja gesagt, für die letzten 3 Tage war ich nicht mehr da. Also 3 Tage vor seinem Tod oder 4 Tage vor seinem Tod hat er nicht mehr klar mich angeguckt. Er konnte mich nicht mehr fixieren. Er hat gemerkt, da war irgendwas. Hat mich so ein bisschen an einen Säugling erinnert, der auch Kinder, also kleine Babys oder Säuglinge können ja noch nicht so richtig fixieren. Und so war es eigentlich. Er hat gemerkt, da ist irgendwas. Er hat gespürt, das weiß ich, dass ich seine Hand genommen habe. Und er hat mir auch irgendwas geflüstert. Ich bin der Meinung, ich habe verstanden, ich soll ihn allein lassen, er will alleine sein. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, er ist auf seinem Weg. Weil er war nicht mehr in dieser Welt. Er war schon woanders. Und das hat mich eigentlich auch beruhigt, weil ich gedacht habe, ja, es ist gut, es geht voran. Welche Erfahrung haben Sie mit den Ärzten gemacht? Haben die diesen Entschluss zum Sterbefasten unterstützt? Nee. Also ich habe zwei Ärzte, die involviert waren und beide haben es nicht unterstützt. Der erste war, mein Vater hatte einen Herzschrittmacher und bevor er sich noch entschieden hat oder bevor das noch, er das mit mir besprochen hatte, waren wir bei diesem Internisten, um zu klären, ob war eigentlich wieder eine Herzschrittmacherkontrolle dran. Und mein Vater hatte aber mir schon gesagt, ach, ich will das nicht mehr kontrollieren lassen. Und dann habe ich gesagt, na, lass mal hingehen und mal mit dem schnacken. So. Weil wir auch wissen wollten, was macht eigentlich dieser Herzschrittmacher, wenn man vielleicht mal nicht mehr so leben möchte. Und der gute Mann hat dann gesagt, ja, nein, also wir brauchen die Kontrolle jetzt nicht mehr machen, aber wenn Sie dann irgendwann mal vielleicht so weit sind, ich helfe Ihnen dann auch und lassen Sie mich das wissen. Und ich hatte mir das so angehört, habe dann aber nicht nachgefragt konkret, welche Hilfe er meinte, weil mein Vater gesagt hat, naja, ach, jetzt so ohne meine Frau und so ewig will ich ja auch nicht mehr leben. Also so hatte er das angesprochen. Ja, als mein Vater dann in diesem Prozess war, ich würde mal sagen nach 14 Tagen oder so, und ich merkte, das ist schwer, habe ich tatsächlich da einen Termin gemacht, alleine bei diesem Internisten, bin da hingefahren, habe mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, so was Sache ist und ob er meinen Vater irgendwie mit Gabe von Schmerzmitteln irgendwas unterstützen kann, um vielleicht wachen Geist, der immer arbeitete und nicht losließ, auch vielleicht ein bisschen zu dämpfen. Und das hat er total grundweg abgelehnt. Hat er gesagt, er könnte nur in einer Narkose irgendwas machen, aber nein. So. Da habe ich dann auch relativ schnell gedacht, hier vertue ich meine Zeit. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet hatte, aber ich hatte, glaube ich, schon erwartet. Ich meine, der hat meinen Vater auch über Jahre betreut, der wusste, mit wem er es zu tun hatte. Ich hatte eigentlich schon erwartet, dass er vielleicht gesagt hat, ich fahre mal hin, ich spreche noch mal mit ihrem Vater oder irgendwas. Nein. Und die Ärztin in der Anlage, die ja auch bei dem ganz ersten Gespräch dabei war, wo wir quasi besprochen haben mit der Heimleitung, mit der Ärztin, mit der Palliativbeauftragten der Station, wie das gehen kann, die hat es grundweg abgelehnt. Die hat gesagt, die kannte meinen Vater privat, das war auch noch ein bisschen pikant, es war die Schwiegertochter seines besten Freundes, der aber auch schon verstorben war. Und die hat gesagt, Klaus, das lehne ich ab. Du hast eine Depression, dagegen kann ich dir Pillen geben, aber alles andere lehne ich ab. Also die hat später natürlich, als er dann soweit war, das war ja auch vereinbart worden, da hat sie das Morphium verschrieben, was wir dann verlangt haben. Das haben wir auch erst auf, also mein Vater musste das selber artikulieren. Also es ging ihm wirklich schlecht und da haben wir gesagt, Papa, du musst jetzt sagen, dass du Schmerzen hast, damit du Morphium bekommst. Und dann sind wir runter in die Pflegestation und haben gesagt, mein Vater hat Schmerzen, er möchte jetzt Morphium, weil das hatten wir besprochen ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte. Und dann haben die doch tatsächlich gesagt, das muss er uns selber sagen. Dann sind wir hoch mit der Pflegedienstleiterin und ich hatte das meinem Vater, eigentlich war er zeitweise immer schon mal weggetreten und ich hatte ihm das wirklich nochmal gesagt. Ich sage, Papa, du musst das irgendwie gleich schaffen, das noch zu sagen. Und er konnte das noch sagen. Er hat dann gesagt, mir tut alles weh. Und das hat denen gereicht.
Und dann kam, aber das fand ich auch schon, da habe ich gedacht, was passiert jetzt, wenn er es nicht mehr sagen kann? Dann kriegt er kein Morphium? Da war ich wirklich traurig. Auf die Ärzte war in dem Moment kein Verlass. Wenn Sie an die 40 Tage zurückdenken, was war für Sie in dieser Zeit besonders schlimm? Besonders schlimm waren die Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, will er das? Will er tatsächlich sterben? Oder also wo ich Zweifel hatte. Also ich musste immer wieder nachfragen, weil zu der Zeit, als er wirklich relativ viel getrunken hat, und dann hat ihm ja das Pflegeheim, die haben ihm ja dann auch mal, das Personal hat ihm dann mal eine geriebene Banane gebracht und auch mal eine Hühnerbrühe. Und da musste ich immer wieder nachfragen. Und erst als ich wirklich sicher war, und diese Phase hat irgendwie, ich weiß nicht, ich würde sagen, 4, 5, 6 Tage vielleicht gedauert, wo er immer wieder auch noch Sachen aufgeschrieben hat. Er war eigentlich noch in einem Schaffensprozess. Er wollte abschließen. Er wollte seine Sachen noch zu Papier bringen. Also er war eigentlich noch gar nicht, mein Bruder hat immer gesagt, der ist noch nicht fertig. So. Und da habe ich gedacht, ist es alles richtig oder ruft er nach Aufmerksamkeit, und musste mich immer wieder versichern. Und er hat es mir immer wieder so deutlich gesagt, ja, das ist das, was er will, dass ich dann auch klar damit war. Aber das war für mich eigentlich die schwierigste Phase. Nicht nachher, als er sozusagen, als klar war, er ist auf seinem Weg und es ist jetzt eine Frage von Tagen oder so, dann war es eigentlich alles gut. Ich war auch nicht traurig dann, dass er stirbt oder so, das war alles besprochen. Für mich war das Schwierigste, klar zu sein, will er das tatsächlich? Die Unsicherheit. Ja. Alles in allem, rückblickend betrachtet, war es ein richtiger Entschluss? Ja, natürlich. Also, weil er wollte das unbedingt. Was wäre die Alternative für ihn gewesen? Es war nicht schön, so wie es gelaufen ist. Manchmal denke ich, hätte ich mehr über das Thema gewusst, ich wusste ja gar nichts über das Thema, hätte ich ihm vielleicht noch detaillierter oder besser helfen können. Ich hab ja auch nicht geahnt, dass es so lange dauert. Also von daher war der Weg viel zu schwer. Und ich würde heute aus dieser Erfahrung sagen, dass wahrscheinlich Sterbefasten kein guter Weg ist für jemanden, der nicht körperlich stark angeschlagen ist. Ich glaube, dann geht es viel einfacher, dann geht es schneller, wenn jemand krank ist. Mein Vater war ja nicht krank in dem Sinne, der war behindert, aber nicht krank. Und ich glaube, dass das ein schwerer Weg ist für jemanden, der eigentlich noch gesund ist. Sie sind Germanistin und Verlagskauffrau und haben unter dem Titel »Ich will selbstbestimmt sterben« ein Buch über Ihre Erfahrungen mit dem Sterbefasten Ihres Vaters geschrieben. War das auch in seinem Sinn, dass darüber berichtet wird? Ja, absolut. Also er hat immer sehr viel geschrieben. Er hatte auch über seine Nahtoderfahrung geschrieben und er hat über seine Erfahrung da in dem Heim geschrieben. Und für mich war das ein Weg, zunächst das zu verarbeiten. Also ich habe jeden Tag, wenn ich von ihm kam, von meinen Besuchen, oder vor allen Dingen, ich habe angefangen an dem ersten Tag, als wir, er hat mich ja zum Mittagessen eingeladen, wir sind da Mittagessen gegangen in der Anlage und dann hat er nach dem Essen gesagt, so, das war jetzt meine letzte Mahlzeit. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Und dann hat er mir von seinem Plan erzählt und das hat mich natürlich irgendwie schon stark mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann immer, wenn ich nach Hause kam, sofort meine Erlebnisse aufgeschrieben ins Unreine. Aber das war für mich eine Art, das loszuwerden und das zu verarbeiten. Und dann haben wir irgendwann mal darüber gesprochen, da habe ich gesagt, Papa, ich schreibe das jetzt alles auf. Und das fand er sehr gut. Er hat gesagt, Mensch, und kannst du nicht irgendwie dieses Thema voranbringen? Ich bin ja nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat, in diesen Einrichtungen, sage ich mal, alt, in Würde altern zu können. Weil die Würde geht da einfach verloren.
Das war sein Hauptproblem, dass er da nicht in Würde alt werden konnte. So, und dann, er hätte es wahrscheinlich gern gesehen, wenn ich noch mehr angeleiert hätte, in die Politik gegangen wäre oder was weiß ich. Und ich habe immer gesagt, du, ich kann es dir nicht versprechen, ich schreibe es jetzt für mich auf, aber was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Und das hat dann ja auch noch ein paar Jahre gedauert. Das Sterbefasten wird oft, Sie haben es ja selbst erwähnt, der Kategorie Suizid zugeordnet. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, das kommt auf den Einzelfall drauf an. Wie ich schon gesagt habe vorhin, wenn ein Mensch wirklich schwer krank ist und den Wunsch hat, so aus dem Leben zu scheiden, und das ist auch nachvollziehbar, sage ich mal, und das können auch die Verwandten mittragen und vielleicht auch einen Arzt mittragen und vielleicht auch einen Ethiker oder wie auch immer, dann muss es möglich sein. Dann muss das auch unterstützt werden und dann muss es auch ein legaler Weg sein. Das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied zum Suizid, zum klassischen Suizid. In diesem Fall kann die Familie den Entschluss ja mittragen. Ja, also natürlich kann man doch nicht sagen, hier, ich möchte selbstbestimmt sterben, ich mache das jetzt und das ist legal und fertig. Mein Vater hatte immer die Idee, sagte, es muss doch ein Gremium geben, aus meinetwegen Ethiker, ein Geistlicher, Familie und ein Arzt, die darüber bestimmen und sagen, ist es wirklich das, was du willst, wie können wir dich da unterstützen? Weil die Gegner sagen natürlich immer, ja, was ist dann mit der 98-jährigen Oma, wo die Enkel dann sagen, die möchte jetzt sterben, damit sie an das Erbe kommen. Es ist ja klar, sowas muss natürlich ausgeschlossen werden. Aber es gibt eben auch Menschen, die in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind, die vielleicht noch jünger sind auch, oder bestimmt jünger sind als mein Vater und die seit Jahren sagen, sie möchten gerne sterben. Und das ist in Deutschland, wird es nicht genehmigt, da ein Medikament zu geben. Und das finde ich ein riesiges gesellschaftliches Gesamtversagen, dass man dieses Thema des selbstbestimmten Sterbens, egal ob es ein alter Mensch ist, ob es ein Mensch ist, der einen guten Grund hat, den man natürlich verifizieren muss, dass das nicht möglich ist. Wir reden nicht über das 17-jährige Mädchen, die Liebeskummer hat und wo man sagt, die müssen wir vor sich selber schützen. Das ist selbstverständlich, dass es nicht um solche Menschen geht. In welche Richtung müssten die Diskussionen gehen? Gibt es aus Ihrer Sicht Missverständnisse, besondere Problemfelder, Tabubereiche, die man aufbrechen sollte? Ja, es gibt natürlich einen Tabubereich insofern, dass in der Kirche ja doch auch die Auffassung besteht, das Leben ist von Gott gegeben und das Leben wird von Gott genommen. Das steht ja doch irgendwie entgegen der Annahme, ich möchte selbstbestimmt sterben. Ich möchte darüber bestimmen, wie ich sterbe und wann ich sterbe. Bilden religiöse Vorstellungen aus Ihrer Sicht besondere Hindernisse für das Sterbefasten? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch genug Menschen, sage ich mal, die sagen, das kommt für mich nie in Frage. Also dieser Gedanke, meinem Leben selbst ein Ende zu setzen, kommt für mich nie in Frage, weil ich warte, bis der liebe Herrgott mich zu sich ruft. Das ist ja jedem selber überlassen. Das ist ja auch okay. Es gibt ja eine Religionsfreiheit und das ist für mich völlig in Ordnung. Aber die Menschen, die sagen, ich möchte das selbstbestimmt tun, die müssen die Möglichkeit bekommen. Und ich, ganz ehrlich, ich bin auch in der Kirche und ich bin da engagiert. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass da, für mich ist da die Grenze. Ich sage, ich möchte das entscheiden. Nach dem Tod eines Menschen berichten Angehörige oft von sogenannten Nachtodkontakten. Sie haben also spontan den Eindruck einer Präsenz. Haben Sie auch etwas Ähnliches erlebt? Sie waren ja Ihrem Vater doch sehr eng verbunden. Nein, in der Art nicht. Aber ich habe eigentlich jeden Tag fast ein Erlebnis. Und zwar, meine Eltern haben 40 Jahre lang aktiven Naturschutz betrieben an der schleswig-holsteinischen Westküste. Und für mich ist jedes Graugans-Paar, was am Himmel fliegt und schnattert, da gucke ich hoch und schicke Grüße nach oben. Das ist ich lebe ja mittlerweile an der Ostsee, auf einer wunderschönen Insel. Und das ist mein täglicher Kontakt. Da freue ich mich auch drüber.
Frau Luckwald, danke für diese Einblicke in Ihre Erfahrungen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.